So, und wenn ich jetzt schon mal wieder angefangen habe und hier in der wunderschönen Natur und der Einflugschneise zum Düsseldorfer Flughafen sitze, würde ich gerne noch mit einem bisschen philosophischeren Thema weitermachen, das mich seit längerer Zeit beschäftigt, was ich auch auf Englisch schon mal vorgestellt habe, wozu ich auch schon mal ein E-Book versucht habe zu verfassen und was jetzt, glaube ich, durch die NSA und PRISM-Affäre an neuer Relevanz gewonnen hat, und zwar die Diskussion über Post-Privacy. Also eine Welt ohne Privatsphäre oder zumindest ohne die Möglichkeit, sich zu verstecken oder zu verschwinden, wie wir sie bislang als Menschheit immer gekannt haben. Anfangen möchte ich mit drei Beispielen, um das Problem zu erläutern. Fangen wir mit dem Target-Beispiel an. Ja. Das Target-Beispiel war Supermarktkette in den USA. Target hat, die Erkenntnis der Marketingpsychologie umgesetzt, dass Menschen in einer Lebensumbruchsphase von Werbung besonders beeinflussbar sind. Und was ist eine der größten Lebensumbruchsphasen im Leben? Naja, die Geburt eines Kindes. Und dann haben sie gesagt, okay, können wir aus den Kundendaten, diesen ganzen Payback-Karten und so weiter, können wir irgendwie errechnen, welche Kundinnen schwanger sind und wann sie ihr Kind bekommen werden. Ja, und was haben sie gemacht? Sie haben ein Bonusprogramm für schwangere Frauen initialisiert, wo die Frauen eben gesagt haben, okay, ich bin dem und dem Monat schwanger, haben also Vergleichsdaten gesammelt und haben dann deren Kaufverhalten wissentlich und freiwillig von den Frauen preisgegeben, eben überprüft und dann so eine Art Key Indicator gesagt, okay, dass wenn die Frauen den oder die und die Artikel kaufen, sind sie mit der Wahrscheinlichkeit schwanger. Teilweise Wahrscheinlichkeiten über 90%. Das haben sie dann über sämtliche Daten, Kundendaten laufen lassen und haben dann noch ein paar andere Daten wie Alter und so weiter eingekauft über die Person, was ja geht. Ja, in den USA sicherlich leichter als in Deutschland, aber das ist jetzt für das Beispiel nicht relevant. Was am Ende passierte, war, dass sie Werbung rausgeschickt haben mit Babysachen an alle Frauen, die potenziell in Frage kamen. Was dann dazu führte, dass irgendwann mal ein Vater bei einem Target-Markt angerufen hat und gesagt, hier, meine 16-jährige Tochter hat die und die Post bei ihr bekommen. Wollen Sie sie irgendwie dazu animieren, schwanger zu werden? Und der Target-Manager hat sich dann entschuldigt, hat nochmal angerufen und stellte sich allerdings heraus, das Mädchen war durchaus schwanger, nur die Familie hat es eben noch nicht gewusst. Und was das Beispiel zeigt, ist eben, dass hier eine bestimmte Gruppe von Menschen Daten über sich preisgibt, über Zustände, die auch andere Menschen eben haben, hier eben die Gruppe der Frauen, ja, und dann bestimmte Dinge tun, wo man dann eben automatisch daraus schließen kann, dass eben dieser Zustand auch auf diese anderen Menschen, die bestimmte Dinge tun, zutrifft. Und je mehr Daten man hat, ja, sowohl über die einzelne Person, aber auch überhaupt allgemein über bestimmte Zustände von Menschen, desto präziser sind die Vorhersagen. Das zweite Beispiel, das bringt es noch im Treffen auf den Punkt, es gibt seit letztem Jahr von der Universität Münster so eine Art Social Network for Genetics. Da können Menschen, die vorher bei einer Firma sich ein Haar ausgerissen haben und dann ihre DNA oder Teile davon analysiert haben lassen, diese Daten auf einen Server hochladen und die wie in einem sozialen Netzwerk teilen. Das kann ein bisschen ulkig sein. Für die meisten ist das wahrscheinlich erstmal eine gruselige Vorstellung. Allerdings ist es nicht immer einfach nur Jux und Dollerei, sondern es hat meistens auch einen medizinischen Hintergrund. Und der Erfinder des Ganzen hat damit sehr wahrscheinlich seinem Vater das Leben gerettet, dass er seine eigene Genetik eben entschlüsselt hat und dann eben gesehen hat, okay, ich habe eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Krebssorte in dem und dem Alter. Das wird über die männliche Erblinie übertragen, hat das seinem Vater gesagt, der ging zum Arzt und voilà, er hatte es im Anfangsstadium, konnte noch rechtzeitig behandelt werden. Wäre es nicht behandelt worden, wäre er wahrscheinlich gestorben. Also mit diesen Sachen der Transparenz ist es immer auch ein zweischneidiges Schwert. Das ist nicht immer nur Leichtsinnigkeit, sondern es gibt auch viele Menschen, die Transparenz für sich selbst bewusst einsetzen, weil sie daraus einen Nutzen ziehen, weil es wichtig ist, weil es essentiell ist, weil es eine politische Botschaft hat, etc. Ja, zu der politischen Botschaft kommen wir gleich noch. Aber was man auch an dem Beispiel der Genetik wieder sieht, ist die Person, die ihre DNA freigibt, also jetzt zum Beispiel ich, ja, gebe meine DNA frei, gibt eigentlich nur Informationen über sich selbst frei. Aber
und das ist ja mein Recht, freie Meinungsäußerung, freie Art des Ausdrucks, ich sage etwas über mich selber, ja, oder gebe von mir etwas preis. Aber unmittelbar durch das, was ich bin, sage ich damit auch etwas über meine Leute, die mit mir verbunden sind. Ja, über Genetik halt dann, meine Geschwister, meine Kinder, meine Eltern, bis in die 17. Erblinie rein. Ja, da kann man Rückschlüsse ziehen, was haben die für Krankheiten, was haben die für Risiken, was für Typen sind die, wie sehen die aus, etc. Das heißt, ich gebe zwar nur etwas von mir preis, was mir auch gehört, aber ich sage damit automatisch etwas über Dritte und durch den Netzwerkeffekt wird das Ganze eben nochmal viel, viel stärker. Das dritte Beispiel, und das ist sehr, sehr interessant, weil ein sehr schönes Zitat daran vorkommt. Nach einem Seminar über Ethik und Internet haben zwei Studenten des MIT eine Feldstudie gemacht und haben gesagt, hey, mit Facebook-Freundschaften, die man ja immer sehen kann, wer ist mit wem befreundet, man kann das Profil vielleicht nicht sehen, aber man kann sehen, wer ist mit wem befreundet, könnte man eigentlich eine interessante Sache machen. Und zwar Self-Segregation. Man kann sagen, okay, Menschen mit ähnlichen Präferenzen machen viel mit Menschen, die die gleichen Präferenzen haben. Und in diesem Fall wurde es eben angewandt auf homosexuelle Menschen. Ja? Und es wurde halt gesagt, okay, Menschen, die homosexuell sind, machen tendenziell mehr mit auch homosexuellen Menschen. Ergo müssten Menschen, die homosexuell sind, auch über Facebook mehr mit Freunden befreundet sein, die auch homosexuell sind. Und ein paar von diesen Menschen haben öffentliche Profile und sagen auch ganz offensiv, dass sie homosexuell sind, als eine politische Botschaft oder einfach, weil es leichter ist, Menschen kennenzulernen, die die gleiche Präferenz haben. Was haben sie also gemacht? Sie haben halt dann mit dem Wissen der Studenten natürlich und deren Einwilligung analysiert, wer hat welche Freunde, das ist ja immer öffentlich, und haben geguckt, was haben diese Freunde von den Leuten, auch von denen wir das Profil nicht sehen können, was haben die für Präferenzen. Und haben dann mit Wahrscheinlichkeiten, die besser als die meisten klinischen Studien wären, vorhersagen können, wer ist homosexuell und wer nicht, auch von Leuten, die sich noch nicht geoutet haben. Ja. Und jetzt kann man sagen, böses Facebook, dass sie das zulassen und so weiter. Aber das ist nicht der Punkt. Und dazu das folgende Zitat, was am Ende der Konklusion eben in diesem Artikel steht.